Ach, da ist Gün. Ah, da. Das hatte ich mich letztes Mal auch schon mal gefragt. Wo kommen wir denn hier raus? Mir das mal einer. Wo zur Hölle sind wir? Triff dich in der Nähe der Heilanstalt mit Miss Phillips. Machen wir doch lieben gern hier. Ach, da ist die Heilanstalt. Moment. Jetzt haben wir da unten irgendwas freigeschaltet, oder wie ist das? Da sind noch Gummibänder. Seit wann kann ich Gummibänder sehen? Komisch. Keine Ahnung. Ich werde aber nicht auch nicht alle sammeln, wenn ich keine Zeit zu haben. Jimmy, I'm glad you made it. Please hurry and try to talk some sense into him. I'll be waiting for him at the asylum gates. Don't worry, miss. Thank you so much. Find deinen Weg in die Heilstand, ja, irgendwo außen rum, ne? Irgendwo hier, muss da irgendwo was sein. Ach guck mal, das Kreuz wird da hinten auch irgendwo angezählt. Das ist, wird irgendwo zum drüberklettern sein, Baum. Genau, man macht da offensichtlich hier so einen Baum hin, ist klar. Ich glaube, das betreten. Ne, du solltest runter. Hilfe! What are you doing? Let's be friends, but don't anger the watcher. Geil. Zerstöre die Stromversorgung. Krieg ich die von hier? Unterricht beginnt. Ja, kann ich leider gerade nicht, oder? Noch ein Gartenzwerg. Jesus. Man, the last thing we need is some sort of watcher stampede again. So, das wäre der einfache Teil, glaube ich. Hier rum. Ganz außen rum. Und dann darum. Na, Galloway? I must be a better person. I must be a better person. I must be a better person. Oh God! I am pathetic! Hey, Mr. Galloway. Go away! I don't want to have another group therapy session with those people. If I have to pretend to be someone's mother one more time, I'll... Oh. Hi, Jimmy. What on earth are you doing here? Miss Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. Oh, I can't right now, Jimmy. I'm late for my regression therapy as it is. It's fantastic. I've discovered I really do hate myself. Hadwick was right. I am a loser. No, you're not. Don't be ridiculous. Come on, we can't let bullies like Mr. Hattrick win. Okay, Jimmy. Okay. Kann ja nicht so schwer sein. Ach, guck mal. Jimmy, I really appreciate this. Thank you. Me too. I am so happy to have my Galley Bear back. Galley Bear? Galley Bärchen. Oh, $60. Ich weiß gar nicht, was mit dem ganzen Geld machen soll. Krieg ich ja en masse. Aber den Unterricht kriege ich, glaube ich, nicht mehr. That's that nonsense dealt with. Wohl. Unterricht. Kann ich den wohl noch kriegen?
Das wäre jetzt noch geil, wenn ich den jetzt auch noch kriege, dann muss ich wieder durchs Observatorium. Warte mal. Ne, hier muss ich nicht durch, da vorne durch die Höhle. Boah, immer dieses E drücken, dass man die einfach mal gedrückt halten kann. Und mit E kann man noch schneller rennen. Das sollte man irgendwie schon hinbekommen da. Hier durch. Und jetzt da. Und dann müssen wir auch gleich beim Ding sein. Und dann könnte man. Ja, ich weiß, schwänzen, bla bla bla. Nervt nicht. Ich weiß, ich schwänze gerade. Aber es wird entweder irgendwann für den normalen Fächern wieder sein. Mathe, Englisch, keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Maximal, hier haben wir auch alles maximal. Benutze ich auch kaum, ich prügel mich ja meist durch oder nehme mir wirklich die Flitsche in der Hand und lass mir entgehen, Kapelle. So. Ja, ich... Ach komm. Das war ein guter Griff. Aber ich glaube, das war jetzt nicht nett. Oben. Musik. Oder Kunst nochmal? Was habe ich denn jetzt nur noch? Musik. Nein, nicht schon wieder. Oh. Voll auf die Tasten hauen. Musik 4. Everyone should be eating a full breakfast before class and getting at least 8 hours rest. Aha, okay. Immer gute 8 Stunden schlafen, ist klar. Alt und weiter, ist klar. Mach dich bereit. Mach mich bereit gerade. Ist das wirklich so viel? Warum ist das immer so viel? Bam, 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 badam. Bam, badam, 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 badam. Meine Güte, kann ja auch nicht langweiliger werden. Nein, alles verpasst. Ja, bestanden. Yes. Yes, 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 yes. You are on your way to being a respectable. Auf jeden Fall. Ich sage nur der Nussknacker. Musik, Zeug, Outfit. Naja. Aber ich würde sagen, ich mache erst einen kurzen Cut. Gehen wir auf vorher speichern hier. So, über Speichern, was haben wir denn? 4%? 42%. Aber ich würde sagen, da wir jetzt gespeichert haben, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flashshooter B und tschüss. Und herzlich willkommen zurück zu Bully. Ja, mit Bully geht's auch direkt wieder weiter. Und hier wollte eigentlich gerade jemand was von mir haben. Aber das sehe ich doch nicht ein. Wir wollen die Quest hier fertig beenden. Und auch die nächste Herausforderung. Zum Beispiel von den Jogs annehmen. Aber es dauert ja auch noch einen Moment. Weil ich wollte erst wieder so ein paar von den gelben Sternen wegmachen. So. Was haben wir denn da? Ist das eine... Das ist aber keine Strebe. Das ist hier so eine... wie heißen sie denn? Preps? Preps, glaube ich, ne? Na, immer diese Kleinen, die wollen nicht was von mir machen. Nein, ich helfe dir nicht. Nein, verfolgt mich auch nicht. Bitte. Oder ist am Observatorium. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das kommt eher. Weil beim letzten Mal haben wir ja Mr. Galloway daraus auch gerettet. Das heißt, müssen wir mal schauen,
Was natürlich jetzt passiert. Ich muss etwas leiser reden, denn es ist ziemlich spät. Hau ab. Mal jonglieren, ne? Der Observatorium, da müssen wir hin. Einmal öffnen, bitte. Ich kann doch das hier abmachen. Das habe ich extra eigentlich nur, damit ich besser auf der Tastatur rumspielen kann, aber ist hier gut. Paparazzi. Okay. Was haben wir denn mit den Paparazzis vor? Oh, Hopkins, Ernest. Good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? Oh, this? This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. Man, this better be good. Oh, was müssen wir denn fotografieren? Die Mandy hieß sie, ne? Ja. Die Mandy kennen wir auch noch gar nicht.